Name? William Morrison. Adresse? Apartment 3, Drake Street 27. Grund des Todeswunsches? Was nütze ich der Welt? Daran denke ich die ganze Zeit. Wollten Sie sich wirklich 7-mal umbringen? 10-mal. Wenn man die Hilfeschreie mitzählt. Besser hätten Sie es nicht treffen können. Na toll. Ich habe erkannt, dass ich das selbst nicht hinkriege und hab's outgesourced. Verzeihung, ich esse gerade ein Sandwich. Ich hatte sie mir anders vorgestellt. Sie kennen also viele Killer? Ein Auftragskiller ist nicht einfach ein Mann mit einer Pistole. Wir sind keine Mörder. Wir sind Profis. Ich bin noch nicht tot. Oh, mein Gott, das tut mir leid, Mrs. Riemann. Dann bekommen Sie noch einen. Und wenn Sie nicht in einer Woche tot sind, kriegen Sie Ihr Geld zurück. Okay. Sie haben Ihr eigenes Todesurteil unterschrieben. Ich wurde von einem Verlag angerufen, die interessieren sich für mein Buch. Wir wollen mit Ihnen arbeiten. Ich überlege, ob ich den Deal nicht abblasen soll. Sie haben unterschrieben. Die Situation ist jetzt anders. Wir haben eine Vereinbarung. Ist gesetzlich nicht bindend. Aber einen schönen Tod. Na, Mist. Ich wollte nicht leben, weil nichts da war, wofür es sich lohnte. Das habe ich immer versucht zu finden. Mr. Morrison ist noch am Leben. Na los! Das Problem ist, dass unser Geschäft Leben und Tod ist, Leslie. Hast du jemals von einem Killer mit zittrigen Händen gehört? Du bist durch. Zeig ihm, dass du noch deinen Killerinstinkt hast. Sich umbringen ist schwerer, als die Leute denken. Oh, Vorsicht! Was soll denn das darstellen? Jetzt wird es wirklich lächerlich. Ich habe ein paar Brote gemacht und hier ist Tee. Ich dachte, es wäre vielleicht nützlich.